Und damit Servus und herzlich willkommen hier bei Krobi.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sind in einer neuen Ausgabe von Azeroth Week, eurem Format, was euch sagt, was in der letzten ID so alles an Neuigkeiten und News zu World of Warcraft gekommen sind und was in der nächsten ID so passiert. Fangen wir doch gleich an mit den News. Und zwar haben wir auf dem PTR ein neues Besenreittier gedatamined. Die Kollegen Laced und Keyboard Turn haben auch die Models schon rausgesucht gehabt. Das waren sie um einiges schneller als ich. Und jetzt kommt die Frage, wofür sind diese oder wofür ist dieses Mount? Erstens kann es oder das Wahrscheinlichste ist wohl, dass wir das Besenreittier, was wir immer während des Halloween-Events haben können, was ja nur temporär verfügbar ist und beim Boss droppen kann oder auch in den Beuteln halt drin ist, dass das einfach nur ausgetauscht wird durch ein neueres. Dann kann es sein, dass irgendwelche NPCs es bekommen für irgendwelche Updates, was auch immer, denn in den Daten findet man Strings, dass das Event rund um Halloween, also um den kopflosen Reiter, komplett überarbeitet wird. Das heißt, da könnten irgendwelche NPCs sein, die eben diesen Besen als Reittier benutzen. Oder aber vielleicht eine gänzlich neue Belohnung und wir kriegen mal so langsam einen dauerhaften Besen. Wie findet ihr das? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Die nächste News. Der Skip. Endlich ist er da. Ian Hathikousas hatte in einem Interview vor ein paar Monaten bereits angedeutet, dass sie einen Skip für so lange Raids wie eben Schlacht um Orgrimmar einfügen werden. Und mit Patch 10.15 kommt er nun auch. Und dieser ist wirklich ein grandioser Skip, muss ich sagen. Denn ihr betretet wirklich die Instanz und nach 5 Metern kommt schon auf der rechten Seite eben diese besagte Schriftrolle. Klickt ihr an, ihr seid direkt vor Garrosh. Ihr müsst keinen einzigen Trash machen. Es geht wirklich rapizapizap dadurch und ihr könnt Garrosh legen für die Plattenschultern oder eben das Reittier. Oder natürlich auch die anderen Transbox-Sachen, die er noch so für sich bereit hält. Dann ein ziemlich heiß diskutiertes Thema, die Händlerdevisen. Darüber haben wir auch schon ein Video hier gemacht, was könnte sein, wie könnten sie kommen, was könnte dort passieren und wir haben nicht wirklich weitere Infos außer eine. Und zwar sieht es so aus, dass diese Händlerdevisen eventuell im Shop landen könnten für Echtgeld oder es könnten Twitch-Drops sein oder Prime Gaming-Sachen. Jetzt ist noch was dazugekommen und zwar haben wir für die, jede Woche gibt ja World of Warcraft so an, was in dieser Woche passiert. Und für ab heute, beziehungsweise gestern, wo dieses Video rauskommt, standen schon neue Aktionen drin. Diese Aktionen sind wahrscheinlich das, was gerade im Shop ist, und zwar, dass man auf gewisse Services einen gewissen Rabatt hat, ne? Zum Beispiel Chartransfer 30%, Mounts teilweise bis 50%. Aber in dem Weekly-Beitrag haben sie auch reingeschrieben, dass in ein paar Tagen nochmal Aktionen kommen. Also maybe, wer weiß, entweder kommen die Händlerdevisen wirklich in den Shop und dazu kommt eine Aktion gleich mit oder eben das neue Prime Gaming, was ja auch die nächsten Tage schon kommen könnte. Also nächste Woche würde es rein theoretisch ausgetauscht werden. Wir wissen es nicht. Da lassen wir uns abwarten, ganz ruhig bleiben. Mal schauen, was passiert. Dann noch eine richtig coole News, nach wirklich so langer Zeit. Die Waffe kam mit Burning Crusade, ins Spiel, und zwar Blutschrei. In einer Dungeon hatte man so eine Light-Version von ihr bekommen können und in Karazhan konnte man sie dann vollwertig bekommen. Blutschrei, die Waffe von Grommash Hellscream und... Naja, sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen, möchte man behaupten. Dann hat ja Grommash Hellscream in Warlords of Draenor diese Waffe getragen, mit einem schönen Update. Und wir haben sie aber selber nie bekommen. Mit Patch 10.1.5 wird es so sein, dass wir sie bekommen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig genau woher, aber es scheint, dass sie im neuen Mega-Dungeon Dämmerung der Ewigkeit droppen wird. Können wir erst bald bestätigen, aber zumindest wird sie definitiv kommen, beziehungsweise sie ist als Loot definitiv drin. Dann noch eine kleine Info für die Leute, die gerne den LFR, den Schlachtzugsbrowser in Shadowlands laufen wollen. Und zwar kann man jetzt in Oribos, da wo auch die Weltkarte war, da wo Bolvar rumsteht, wo eigentlich Tainara und sowas, wo die ganze Action losging in Oribos, da ist jetzt der Schlachtzugsbrowser Anmelder für die Shadowlands
ja, Schlachtzugsbrowser. Da kann man sich jetzt solo dann anmelden, um eben diese Schlachtzugsbrowser zu absolvieren. Ich habe mal getestet auf dem PTR, man schafft es solo und kann, also auch ich habe Mausoleum getestet, das geht klar, das klappt. Da kann man dann ein bisschen sich Gear farmen. Dann haben wir noch eine weitere News, die ziemlich cool ist, und zwar ein neuer Roman rund um World of Warcraft, Krieg der Schuppengeborenen. Dieser kommt nach der BlizzCon raus, ist für Ende Oktober gelistet bisher, und er geht um den Kampf zwischen den ja, Inkarnationen und den Titanendrachen, Aspektdrachen, also den, wie wir sie kennen, und wird darüber drehen, was ist danach passiert, nachdem man Galakrond getötet hat oder nachdem damals Tyr zusammen mit den Aspekten oder da noch nicht Aspekten Galakrond besiegt hat. Da ging das ja los mit den Urinkarnationen und man weiß jetzt auch schon so ein paar Story-Spoiler dazu. Wer ein bisschen mehr wissen will, auf chromi.de ist ein Beitrag dazu. Dort könnt ihr das Ganze auch vorbestellen. Dann haben wir noch eine kleine Werbung gemacht und zwar für ein Game von einem ja, WoW-Fan, einem Streamer, der hat Darkshire Game gemacht. Und zwar ist das ein Spiel angelehnt an Slenderman und das spielt in, ja, in Unreal 5 Engine, aber mit komplett World of Warcraft Assets. Ziemlich cool. Das Ganze ist im Dämmerwald. Fast die gesamte Karte vom Dämmerwald wird dort gespielt. Man muss dort Runen sammeln und ja, wenn man so mehr Runen man dann gesammelt hat, umso eher kommt dann der Slenderman und man muss ihm eben, ja, wegrennen von ihm. Überall gibt's dann so Hinweise, wo diese Dämonenrunen versteckt sein können. Ziemlich cooles Spiel, macht Spaß, ist für jeden verfügbar auf chromi.de, habt den Beitrag dazu und da könnt ihr das Spiel dann runterladen. Dann noch eine Update für die Battle.net-App. Gab ja ein bisschen Feedback, nachdem der neue Battle.net-Launcher da ist, dass man oben diese Zuletzt-gespielt-Kategorie nicht so cool findet. Zum Beispiel, ich mag sie wirklich gar nicht, denn ich tausche ja oft zwischen den PTRs, Live-Server und so weiter und ich vergesse mal, welches ich als letztes irgendwie gespielt habe und dann habe ich das Problem, ich klicke drauf und bin eben falschen. Ich kann diese Leiste nicht gebrauchen und mich führt sie irgendwie immer in die Irre und ich klicke einfach drauf. Diese kann man jetzt ausschalten im Battle.net Launcher, einfach unter Battle.net Launcher oben auf die Einstellungen gehen, dann erweiterte Einstellungen und darunter kann man einfach einen Haken ausmachen. Und jetzt die News der News sozusagen, Risse der Zeit. Der neue Patch 10.15 erscheint am 12. Juli. Man könnte sagen, dass ich vor anderthalb Wochen das irgendwie im Stream gedroppt habe, dass ich denke, dass es der 12. ist und irgendwie habe ich da recht gehabt. Er kommt mit den ganzen Features. Jetzt in den nächsten Tagen werdet ihr dann auf chromi.de natürlich die Übersicht zu 10.1.5 haben. Wir werden jetzt auch natürlich noch ein paar Videos machen zu den einzelnen Features, die da kommen. Und ja, checkt alles aus, wenn ihr für 10.1.5 vorbereitet sein wollt oder geht einfach völlig frisch rein. Ganz euch überlassen. Cooler Patch, coole Sachen, freue ich mich sehr drauf. Und sie halten ihr ja circa 2-Monats-Ziel ein. Das heißt, in den nächsten 2 Monaten dürfte dann höchstwahrscheinlich schon 10.1.7 kommen, also nach Erscheinen von 10.1.5. Und wir werden jetzt bald dann den 10.1.7 PTR haben. Und nach dem Launch von Risse der Zeit wird wahrscheinlich der PTR zu 10.1.5 zu 10.2 werden. Das heißt, nicht mehr so lange und wir wissen, wer der Endboss von Dragonflight ist. Das ist noch eine ziemlich coole Angelegenheit. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da noch wie alles kommt. Auch 10.1.7 bietet noch richtig viel Potenzial mit den Hints, die wir so in den Datenbanken haben. Aber das wird cool. Wer natürlich da Interesse hat, PTR, Datenbank, so ein bisschen Leaks, dies, das, einfach immer bei uns im Twitch-Stream vorbeischauen, morgens unter der Woche, immer so von 8 Uhr bis 14 Uhr findet ihr uns und da machen wir immer diesen ganzen Schmuh und finden Sachen daraus. Toll. Dann noch eine kleine News, die kann ich noch nicht bestätigen für die EU-Server. Bisher ist es nur auf den NA-Server so und ich habe das Ganze von Wowhead und zwar der gesplitterte Funke kann wohl jetzt bei dem Händler für die Marken aus der Vault gekauft werden. Direkt vor der Vault ist ja so ein Händler und wenn man nichts aus der Vault halt benutzt, also wenn man eine Vault hat und man nimmt dann halt diese Marken anstatt irgendein Item, dann kann man sich ja dafür Sachen kaufen. Und da scheint es so, dass dieser gesplitterte Funke der Schattenflammen jetzt für diese Marken für 6 Stück gekauft werden kann. Dann haben wir noch eine kleine Sache.
Das ist wirklich nur eine Vermutung, weil sie auf ganz wenig beruht und ich nicht wirklich untermauern kann. Und zwar sieht es so aus, dass wir in Zukunft animierte Porträts bekommen könnten. Es war eine kurze Zeit so, dass auf dem PTR ja ganz viele Lua-Fehler mit den passenden Namen, Anime, Porträt und sowas alles drin waren und dann auch mit einem Hotfix wieder weg waren. Und mit den Daten so ein paar Strings. Es könnte sein, dass Blizzard das gerade irgendwie versucht zu testen. Sie arbeiten ja schon lange, überarbeiten seit Dragonflight das UI und packen viel rein, Spielerfeedback und es kommt immer mehr. Mit jedem Patch kommen irgendwie große Anpassungen oder weitere größere Anpassungen. Und sie versuchen natürlich auch immer irgendwelche gewissen Add-ons, die wir mögen, dort zu implementieren. Also warum nicht eines der beliebtesten UI-Add-ons Xperl, wo es ja diese animierten Porträts gibt? Es könnte sein, wie gesagt, ich kann überhaupt nichts zeigen, ob das irgendwie echt, nicht echt oder wie auch immer. Aber es könnte sein, ich bin gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr das? Hättet ihr Bock auf so ein paar Porträts animiert im Standard-UI? Ich bin da sehr gespannt drauf. Ansonsten erwartet uns in der nächsten ID der letzte Flügel des Schlachtzugsbrowsers. Das heißt, auch alle können dann jetzt die Quest erledigen. Die letzte Kapitelquest von Abarus. Ihr müsst dafür Sakareth auch nicht töten. Also selbst wenn jetzt Sakareth im LFR verfügbar ist, müsst ihr sie nicht töten. Ihr könnt auch einfach zu Abarus fliegen und dort die letzte Questreihe machen. Ganz ohne, dass ihr Sakareth tötet. Nur jetzt könnt ihr halt dann die Kapitel abschließen. Wir sind gespannt, ob dann für alle auf einmal 10 von 10 da steht. Denn momentan sieht es so aus, für alle, die die Kapitel schon abgeschlossen haben, dass immer noch Kampagne 9 von 10 da ist. Und wir denken, ja, es könnte sein, dass da noch eine Kampagne irgendwo liegt, also so ein Kampagnenteil, und noch irgendwas passieren könnte. Es kann aber auch sein, dass es morgen dann einfach 10 von 10 ist, weil dann jetzt für alle sozusagen frei und offen ist. Werden wir mal abwarten bis morgen. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten erwarten uns die Arena-Geplänkel. Morgen ist auch das Sonnenwendfest, beziehungsweise startet morgen. Das heißt, wir haben jetzt den Wind von Sanctuario-Buff mit 50% EP plus Sonnenwendfest könnt ihr nochmal 10% EP bekommen. Plus, wenn ihr das BFA-Ding nimmt, nochmal EP 10. Das heißt, ihr könnt jetzt 70% EP bekommen für kurze Zeit. Das war's dann auch von unserer Seite hier von Azeroth Week. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten. Langsam geht die Hype-Phase zu dem nächsten Patch los und wir sind sehr gespannt, was da für Lore-Sachen noch auf uns warten. Und generell ein, zwei Features sind da ja noch ziemlich cool, noch nicht ganz fertig. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Patch. Was sagt ihr? Wir sehen uns im nächsten Video. Servus und Ade.